Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded mit mir. Im letzten Part war ich ja im ersten Dungeon und nachdem ich ungefähr 2 Stunden aufgenommen habe und die Gegner ständig neu gespawnt sind, habe ich gesagt, ich breche jetzt an der Stelle ab und ich gehe nochmal in den Dungeon. Da gibt es dann auf jeden Fall auch noch den zweiten Part davon. Und im heutigen Enshrouded Part widmen wir uns erstmal wieder den Quests. Ich weiß jetzt noch nicht genau welchen. Wir schauen einfach mal rein. Let's go! Als erstes würde ich mal sagen, dass ich das ganze Zeug, was ich im Dungeon gelootet habe, jetzt erstmal aufräumen werde. Hier habe ich ja den Ring des endlosen Lebens gelootet. Jetzt ist die Frage, ist der gut oder ist er es nicht? Aktuell habe ich nämlich einmal den Ring der Gesundheit und den Siegelring des Wächterältesten. Die beide geben halt Lebenspunkte und quasi hier der eine noch Ausdauerpunkte. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich einen dieser Ringe wechseln sollte oder eben nicht. Bis dahin legen wir ihn ab. Der Silberschussbogen, den müssen wir uns gleich nochmal kurz genauer anschauen. Der hat nämlich, wie ich gesehen habe, hier 10% mehr Schaden gegen Erloschene. Jetzt weiß ich nicht, sind es die in dem Dungeon oder nicht? Weil wenn ja, macht es Sinn, ihn zu craften oder nicht? Aufzurüsten oder nicht, denn eigentlich sieht er so ganz cool aus. Das könnt ihr mir gerne auch noch mal kurz in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir hier noch die ganzen Knochen. Hier ist Essen, hier ist die Fackel. Ich habe keine Heiltränke mehr und gar nichts. Was will denn jetzt die Jägerin von uns? Spezialpfeile. Wir können jetzt den Betäubungspfeil und den Miasma-Pfeil herstellen. Das ging vorher nicht. Und sie hat eine Quest für uns. Wuka und wilde Tiere. Na gut, der Schreiner hat auch irgendwas. Das weiß ich ja, Stühle kann ich neue herstellen. Polierter Holzthron und Fenster. Ah, ich kann jetzt die besseren Fenster herstellen oder die kunstvolleren Fenster. Cool. Dann nehmen wir mal hier das noch an von ihm. Gut, dann auch wieder zum Alchi. Da können wir anscheinend auch irgendwas herstellen. Zeugs, Dekorativzeugs, Kristallkugel. Cool, aber dafür brauche ich Bronzebarren, die habe ich natürlich noch nicht. Und der hat 2 Questen für uns. Nehmen wir beide an. Okay. Dann holen wir mal, na, hier die... Hä, bin ich jetzt schon wieder doof? Hier sind sie, die Runen. Und rüsten mal kurz auf. Und zwar Bester. Das hat auch Schaden gegen Erloschene. Das ist gut. Genau, das war es ja eigentlich auch schon. Dann muss ich unbedingt reparieren. Und eigentlich brauche ich jetzt auch mal wieder Heiltränke. Müssen wir mal schauen, was die kosten. Gesundheitstränke. Hier der Kleine, den können... Kann ich einmal machen und dann fehlen mir rote Pilze. Na, ganz toll. Aber ich hatte doch irgendwo noch... Genau, hier habe ich nämlich noch Bandagen. Dann können wir die Mana-Tränke auch mal mitnehmen und das hier wieder aufräumen. Dann gucken wir mal bei den Quests. Wir haben immer noch die Tischsäge. Die Handspindel müssen wir noch fertig machen. Erkunde die Hallen der Erloschenen. Ja, da war ich auch schon dran. Und erobere die Wildnis zurück und halt dann hier noch diese Sidequests, würde ich mal sagen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir holen uns heute mal die Tischsäge. Brauche ich jetzt noch irgendwas oder habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Oder? Haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir können nochmal die Bären hier auffüllen. Und dann würde ich aber losdüsen. Dann gehen wir wieder durch unseren Hintereingang raus. Und ich glaube, wir müssen in die Richtung. Jetzt weiß ich nicht. Ja, einfach geradeaus quasi hier so an dem Ding vorbei. So, ich hoffe, ich falle nicht runter. Das wäre ein bisschen doof. Was sieht man denn von hier? Nix. Da muss ich irgendwann bestimmt auch dann nochmal rein. In die Grabschleier-Katakomben. Katakomben, Katakomben. Wir düsen mal runter. Oh, was ist das? Ah, oh, schade, von da oben hätten wir auch
voll gut runterdüsen können. Nehmen wir Pilze mit, wenn ich die schon sehe. Für die Heiltränke. Das sind auch nochmal zwei. Huch. Jetzt hat es aber ein bisschen geleckt, ne? Ja gut, okay, die Pilze kann ich auch irgendwann extra sammeln. Kümmern wir uns mal um die Tischsäge. Müssen so in die Richtung. Ah, ich dachte, ich erwische es, aber nö. Es war dann da ein bisschen schneller. Ist es hier drin? Nee, ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter. Oder? Ja, das ist quasi... Oh nein, ich glaube, ich habe Bienen am Arsch. Ich möchte das jetzt hier kurz umgehen. Hm, vielleicht kommen wir da hinten irgendwie hoch. Ah ja, sieht gut aus, oder? Hier? Nee, ich versuch's da hinten. Okidoki. Supi. Na, komm. Hier ist nochmal ein Pilzi. Oh, den Baum hier kenne ich nicht. Was ist das? Haselnüsse, lecker. Da sind auch nochmal welche. Cool. Müssen wir da runter? Ich glaube. Was ist denn das hier? Im Miasma. Ah, Kettenblitz gefunden. Ist hier sonst irgendwas? Außer Schutt. Schutt und Asche. Ich glaube nicht, sonst wäre schon längst was da. So, lass uns hier lang düsen. Und hier ist eine Pflanze, die ich nicht kenne. Indigo. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, würde ich sagen. Haben oder nicht haben. Ah, was ist das? Ist das zufällig das, was ich denke? Kupfer. Okay. Aber Kupfer brauche ich jetzt nicht. Ich kann es mir doch aber mal hier auf der Karte markieren, Marker erstellen. Nehmen wir mal das hier. Was ist denn das für ein cooles Ding? Ih, und da ist so irgend so eine komische Pflanze. Eisbolzen. Macht das irgendwas? Ich sehe gar keinen Lebensbalken bei dieser Blume. Wieso ist das so? Ach, jetzt? Probier jetzt mal das Ding hier aus. Funktioniert eigentlich ganz gut. Giftsack hat die. Okay.
Hier ist nichts. Schade. So, und wir müssen jetzt hier hinten rein, so wie es aussieht. Sehr belastend. Kann ich von hier oben zufällig... Da war doch gerade einer. Oder? Ah ja, da. Na komm her. Ich will eigentlich auf seinen Kopf treffen. Aber vielleicht geht es ja mit den Eisbolzen besser. Nee, irgendwie. Kettenblitz. Oha, das kostet ja übelst viel Mana. Dann Feuerball. Puh. Hilft da auch nicht wirklich, gell? Nehmen wir doch den Bogen. Tschüssi. Du Widerling. Oh, und da oben war noch einer. Ich nehme jetzt mal diese Ding. Und dann möchte ich mal schauen, wo ich hoch kann. Da schießt auf jeden Fall was auf mich. Dann lass uns mal hier rein. Und Tür zu. Oh, da ist ein Köter. Nein, Tür zu. Los. Oh, hier ist auf jeden Fall viel Pflanzenfaser. Das ist gut. Die nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Hä, da schreit schon einer, der vor der Tür steht und nicht reinkommt. Nicht öffnen, plündern. Oha, der trifft mich durch die Tür. Ist der irgendwie doof oder so? Schnell mal heilen. Dann treffe ich ihn auch durch die Tür. So sieht es nämlich aus. Ha! Blöd, Mann. So. Und der hat mich auch durch die Tür getroffen. Was soll denn das? Hier kann ich hochklettern. Ach, da steht ja auch einer. Ist hier irgendwas Nützliches? Ich glaube nicht. Dann düsen wir hier hinter. Hier sind Vasen. Und eine Kiste. Mit einer Wolfskralle. 26 Schaden. Sehr nice. Hier kann man irgendwie... Ach so, da hätte ich auch rüber können. Okay, ich habe es halt jetzt anders gemacht. Auch wurscht. Hier liegt auch nochmal ein toter Hund. Ist gut fürs Fleisch. Und ich muss in diese Richtung. Hier sind Fallen. Okay, okay. Hier ist eine Kiste. Mit Schwarzpulverkugeln. Was haben wir hier? Kamille. Hallo, Depper. Okay. Nein! Oh, gerade wo ich meinen Trank trinken wollte. Scheiße. Wo wache ich denn jetzt auf? Wo bin ich denn jetzt? Oha, das ist ja wieder am anderen Ende. Und ich habe halt kein Ding gesetzt, ne? So ein Scheiß. Schauen wir mal, was hier steht. Willkommen in Calvin's Ruhe. Müder Reisender, Calvin's Ruhe ist die letzte Bastion des Friedens und ein Ort für alle Überlebenden. Das Miasma sucht unser Glutal heim und die Elixierkriege haben Länder nah und fern verwüstet. Bitte wende dich an Jakes auf dem Markt, um etwas nahrhaften Eintopf um etwas nahrhaften Eintopf und ein warmes, trockenes Bett zu bekommen, in dem du dich ausruhen kannst. Mhm, danke. So blöd. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Einfach durchlaufen, oder wie? Ich weiß ja auch nicht. Oh! Ich
glaube, die habe ich schon mal gesehen. Hier ist eine Kiste. Schnell looten. Knisternder Zauberstab. Kann ich jetzt hier durchlaufen? Geh weg. Ich bin nett und friedlich. Und es ist dunkel und ich sehe nichts. Und hier ist eine Kiste. Schnell öffnen. Fackel? Tschüss. Wo komme ich da hin? Hier ist auch nochmal eine Kiste. Höhlenpassage. Das heißt, ich müsste ja eigentlich durchgehen können. Ups. Kann ich aber nicht. Oder bin ich doof? Nee, von hier bin ich rein. Oh, rauf mit dir. Tun wir mal kurz unsere Ausdauer recken. Und why is it dark? Komme ich da irgendwie anders hin? Nope, natürlich nicht. Ach Manu. Aber wenn doch hier eine Höhlenpassage ist, geh weg. Dann muss ich doch hier durchlaufen können. Hier lang. Ah ja, oh. Hallo, ich tue Ihnen nichts. Tun Sie mir bitte auch nichts. Jetzt bin ich halt im Miasma. Oh, Dunkelheit. Was sind denn das für Dinge? Azurasulla. Ah, ich bin, glaube ich, draußen. Da muss ich lang. Hier ist so ein Teil. Gehen wir mal das kurz aktivieren. Damit ich hier sterben kann. Wieder aufstehen, sorry. Aber ich glaube, wir sind eh gleich wieder da, oder? Da ist nochmal so eine Spuckpflanze. Geheilt bin ich. Essen, trinken. Ja, genau. Hier bin ich auch vorher reingedüst. Okay. So, jetzt ist wenigstens er schon mal tot. Der ist ganz schön fies. Sag mal, wie viele Schläge hat der? Oh mein Gott, jetzt kommen ends viele. Okay, chill mit. Ich fliehe auf meinen Stein. Tja. Nein. Alter, die sind aber auch garstig. Von wo hat der... Der kommt hier hoch? Bist du deppert? Der Ander. Scheiße, das wollte ich. Ich wollte da hoch. Ja, ja, bleib da. Nein. Mein Gott. Stirb. Wartet mal, ich könnte doch jetzt hier den Feuerball nehmen. Ah ja, dann gehen nämlich die Hunde auch in Arsch. Nochmal. Und er ist immer noch nicht tot. Was für ein Idiot. Und wer ist hier? Ach so, diese Blume. Hey. Köterle? Du bist ganz schön böse. Ganz schnell was süffeln. So, ist jetzt hier noch einer. Ich glaube nicht. Gehen wir wieder rein. Dafür stehen hier schon wieder ganz viele. Oh, jetzt wo es mir einfällt, ich bin ja auch in dem Dungeon 2 Level nach oben gestiegen. Das heißt, oha, ich habe auch wieder Fähigkeitenpunkte zum Vergeben. Hört doch einfach mal auf.
Aua. Der hat mich schon wieder ganz schön böse erwischt. Nein, schnell weg. Okay. So. Schöne, viele Rippchen. Schnell, bevor der andere wieder... Oh, Junge. Mann, der nervt. Wo ist denn der Heinz? Ist das da schon wieder ein Köter? Komm ich da hoch? Ja. Oder auch nicht, weil er mich wieder runter... So. Habe ich jetzt meine Ruhe vielleicht? Mein Gott. Ah ja, hier ist mein Stuff von vorher. Und ich glaube, keiner, der mir folgt, oder? Nö, sehr schön. Untersuche die Straßen um Dornenfeste. Die Straßen? Jetzt steht ja wieder 22 Meter in die Richtung. Position erreicht. Da kommt einer. Oh, gehst du auch langsam dadurch, hä? Wegpunkt erreicht. Ja, und jetzt? Muss ich nach da? Wegpunkt erreicht. Ich verstehe es nicht. Alter. Ich brauche mal Licht. Jetzt sagt er mir 190 Meter in die Richtung. Okay. Wegpunkt setzen. Dann düsen wir jetzt 190 Meter in diese Richtung. Oh, Erdbeeren. Lecker. Oh Gott, da kommt wieder so ein Trottellager, glaube ich. Da kann ich hoch. Moment mal. Hallo, kannst du mal die Waffe nehmen? Mann, was tue ich da schon wieder? Also kämpfen sollte gelernt sein, Leute. Kettenheilung. Die kann ich sehr gut... Oh nein! Boah! Gerade noch die Kurve gekriegt. Schreibt mal in die Kommentare, wer sich jetzt gedacht hat, dass ich sterbe. So, jetzt hat sie natürlich alles weggehauen. Aber macht ja nichts. Da kann ich auch noch plündern. Nehmen wir alles mit. Hier liegt der Typ. Und hier was zum Lesen. Der Turm muss in den Himmel ragen, baut höher. Der Turm muss den Zenit erreichen und es mit Anmut der Sonne selbst aufnehmen. Mutter Leandra verlangt es so. Ich habe den feinsten Burgstein besorgt. Hinter dem Turm liegt eine Menge davon. Nur das Beste für Mutter Leandra. Oh, ja. Oh, da steht hier einer. Komm her, Bürschchen.
Wo muss ich lang? Da hoch. Okay. Komm her. Hallo, Schild. So, wir machen das jetzt so. Wunderbar, einmal rauf. Oh, mein Rucksack ist voll. Oh nee, nicht schon wieder so einer. Wo ist er denn? Ach komm. So, und diesen blöden Köter. So, habe ich meine Ruhe, danke. Dann nehmen wir mal ganz schnell das Segel. Ach so, der Rucksack war ja voll. Stein kann weg. Juhu. Was kann ich denn noch wegschmeißen? Diese blöden Schwarzpulverkugeln. Ich will nämlich wissen, was hier drin ist. Kriegerhelm. Cool. Und jetzt wird es auch langsam wieder hell. Ah nee, Quatsch, das brauche ich. Jetzt sprengen wir wieder alles in die Luft. So, und was hieß es jetzt? Hinter irgendeinem Turm ist irgendwas hinter dem. Sollen wir da mal ganz kurz hinrushen? Tschüss. Nein, ich wollte doch... Okay, lauf. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Leute, Hilfe. Nein, scheiße. Okay, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Jetzt muss ich wieder so weit hindüsen. Oh Mann. Ah ne, nicht Ping senden. Wegpunkt. So, ich bin ja vorher hier bei Nacht gelaufen und... Okay, der scheint nett zu sein, glaube ich, hoffe ich. Und da habe ich das hier nicht gesehen. Jetzt hat mich gerade einer vermöbelt. Und jetzt habe ich Lehmklumpen. Geil. Das habe ich ja auch noch gebraucht. Das baue ich jetzt auf jeden Fall noch mal kurz ab. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich gebraucht habe. Aber gut zu wissen, dass hier Lehm ist. Keine Ausdauer mehr, Mist. Na gut. Dann kann ich mir doch eigentlich den Ort hier auch mal kurz wieder markieren. Ich meine, da gibt es bestimmt noch coolere Stellen, aber für einen Anfang... Oh, nicht genug Ausdauer. Was bringen mir eigentlich die hier? Ah, Nahkampfschadensbonus. Sehr schön. Oh, hier habe ich Holz vergessen. Okay. Was war denn jetzt das für eine fette, alte, hässliche? Oh mein Gott, und schon wieder schießt mich irgendwer an. Mir reicht es jetzt dann mit diesen Assis. Ist doch nicht normal. Zupf dich. Ich will eigentlich die ganze Zeit die Fässer in die Luft jagen, aber es klappt nicht.
So, wo ist meine Leiche? Da oben. Toll. Kommen die daher? Ja. Okay, dann düse ich jetzt mal hierher. Oh nein. Und ich fall wieder runter. War ja klar. Tschüss. Spastiger Spast. Gehe ich jetzt erstmal dahin und gucke, was da ist, bevor ich meine Leiche hole. Weil es hieß doch irgendwas von hinterm Turm. Stadtmauerblock. Nice. Das war, glaube ich, das, was gemeint war, oder? Aber wir gucken noch weiter, weil hier geht es ja auch noch hoch. What is happening here? Eine goldene Kiste. Handschuh des Bogenschützen. Ja, nice. Wo war jetzt meine Leiche? Ich glaube hier unten, ne? Da, wo diese fette Alte steht. Ein Geschoss. Oh. Vielleicht schaffe ich es ja, die irgendwie tot zu machen. So kann sie sich zumindest nicht bewegen, ne? Die Plünderer-Rudelmutter. Die ätzende Drecksau. Ah, das zieht hier auf jeden Fall mehr ab und macht den anderen da auch Schaden. Eisbolzen. Probieren wir auch mal. Und das ist nicht so effektiv. Knochenstrom. Das war daneben. Kettenblitz. Erstmal kurz ein Mana-Tranky. Kann ich hier hin? Ah, dieses blöde Mana immer. Naja gut, eigentlich will ich ja nur zu meiner Leiche. Das heißt, das war wieder falsch. Das wollte ich wieder nicht. Nein. Ja. Oh mein Gott. Ich hasse mein Leben. Gut, Leute. Dann gehe ich jetzt erst nach Hause. Rüste mich aus. Und dann gehe ich zurück und hole meine Leiche. So, ist das Kreissägeblatt da auch mit dabei? Ja, ist es. Was für ein Schrott. Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, indem ich nach Hause gegangen bin. Das war natürlich wieder dumm. Kann man nur so doof sein. Weil hier ja jetzt nichts ist, wo ich mich hätte hinporten können. Okay, egal. Und dann mache ich mich jetzt ready, hole meine Leiche und ich beende aber den Part an dieser Stelle. Milika, herzlich fürs Zuschauen. Wir werden dann im nächsten Part alles weitere machen. Und vielleicht ist aber der nächste Part dann auch nochmal der Dungeon Teil 2. Ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie ich Lust habe. Aber euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Im nächsten Park. Das wahrscheinlich auch. Also bis dann. Schönen Abend. Bye.